Hallo und willkommen zum nächsten Part oder zum weiteren Part von Pit People. Ich heile mich. Ich heile erstmal meine Leute. Oh ja, stimmt. Danke. Ja, ist schon. Kannst du den da stunnen? Dann kann ich da einfach durchfahren. Den da, ja, warte. Obwohl, warte, vielleicht. Ja. Ist ja gestunt. Das ist gar nicht das nächste. Der hat eh Angst. Weiß das nicht. Ah. Ja, we did it. Weg ist er. Ich werde dich vermissen, Hansel 2. Ha! Hey, anscheinend hat uns ein halber jemand hier was zurückgelassen. Danke, Arachnos Aurea. Was hat er uns zurückgelassen? Naja, werden wir dann gleich erfahren, weil wir... Wenn wir jetzt ein Reittier bekommen haben. Na, wo geht's denn hier weiter? Oh mein Gott. Bleib mir vom Leib. Schwert. Schwert und Schild, ja, das ist recht unangenehm. Die Kombi. Wir müssen eh mal zurück. Wir müssen eh demnächst mal zurück. Weil ich ja nur einen Käfig dabei hatte. Oh ja, stimmt, dann fahren wir jetzt direkt zurück. Damit ich mir meinen Rekrutierer nutzen will, um so einen Verwirrer mitzufangen. Hier lang müssen, oder? Ja. No, ich hab, ja. Dafür ist ja das Beet. Dafür habe ich ja vorhin extra den Punkt gesetzt. Jetzt ist die Stadt da nicht mehr. Die werden, glaube ich, nur geändert, wenn wir da sind. Oh, oh, kannst du diesen Schalter hier irgendwie draufschießen, der da bei mir ist? Ja. Ich weiß nicht, ob reinfahren. Ja, okay, nee, man muss da dagegen fahren, weil ihr habt da vorhin schon mal einen aktiviert. Ganz vorsichtig. Noch größerer Umkreis außenrum geht nicht. Aber wir nähern uns der Heimat. Hoffentlich, ja. Oh, hier ist noch irgendwas. Was? Ist das ein Dis. Ein, das ist ein reduziertes Waisenhaus. Also, 50%. Kinder für 50% reduziert. Naja, ja, was raus muss, ne? Festus Minimus. Was, wo? Das war der Titel von dem Gebiet, wo wir gerade drin waren. Ah. Oh, ich habe endlich auch dieses Schwert bekommen. Sim Slam Sobby. Chocolate. Oh. Hast du es für den Heiler schon, dass du Schokolade oben hin machen kannst? Ja, ich habe da schon drei verschiedene, die ich durchwechseln kann. Und du hast Sprinkles für den Heiler. Willst du die haben? Weil ich benutze ihn ja eh nicht. Achso, du kannst mir die geben? Ja, ja. Achso, ja, gerne. Obwohl, ich habe ja schon eine Waffel. Ich glaube, Waffel ist auch cool. Lass mich erstmal schauen. Pirated Copy. Important. Very... Pascal. Das war ja gerade... Das lief gut. Arachnosaurier legen 3000 Eier gleichzeitig. Und jetzt kommst du. Ah ja, okay. Oh. Der König hat mir einen Report... ein Dings gegeben. Mir hat der König was gegeben. Oh, wie lustig. Wie lustig das. Das sieht gut aus. No. Ich finde, die Krone macht ihn majestätisch. Das stimmt. Ich muss eigentlich, mag deinen Pilz eh total. Der ist mit diesem Bart und den rot glühenden Augen irgendwie. Er hat diesen leicht teuflischen. Oh, ich habe hier ein neues Schild. Hm. Das hat was. Nein, das bleibt so. Alter. Ja, ich hätte gerne. Ah ja, auch hier mal was Neues. Das singende, klingende Schwert. Sehr gut. Ja. Benutzt nicht einer von mir diese Art von Helme? Hey. Ah, da haben wir auch was Neues. Alpaka-Lips. Ach so, von dem. Mhm. Das ergibt Sinn. Ich überlege gerade, der Hut hier für meinen Hut rum. Oh mein Gott. Ich überlege gerade so ein bisschen, ob ich den Structure. Lol, ist überladen. Was überlegt ihn denn?
Ich wollte gerade sagen, wenn er überladen ist, kannst du ihn als Anführer nehmen, dann hat er wieder 10% mehr. Ja, aber er ist nur mit Tarn. Ach so, der müsste nur ein anderes Schild bekommen. Oh, eine Uhr. Weißt du was? Ich finde ihn ganz gut. Mit seiner 50% Wegkick-Chance. Ah, der benutzt doch sowas. Ach so. Ja, das hatte ich ja schon festgestellt, dass das... Ach. Wie das aussieht. Bleiben aber mal. Oh, ich habe... Hierbei. Warum kann ich nicht ausrüsten? Ah, ich könnte ihm jetzt so eine kleine Fernkampfwaffe in die Hand drücken. Wem? Meinem... Dann, das ist vielleicht ganz gut. Ja, aber er hat das Schild, braucht er tatsächlich, weil er ja eigentlich relativ wenig Verteidigung hat. Ah, okay, na dann. Und er ist ja auch deswegen dann auf 100% sehr schön ausgelastet. Und was nehmen wir hier? Entchen oder Katze? Ich finde, die Katze passt einfach so schön zu dem orangen Cupcake. Könnte ich auf Gedeih und Verderb jetzt mal eine andere Wurfwaffe bekommen, die mir gefällt? Vielleicht hab ich da was. Warte, kannst du mal gleich mal gucken. Ich bin das Faktor eigentlich... Ja, aber wir können ja mal gucken. Also so ist ja nicht. Naja. Weil ich brauch sie ja nicht. Das stimmt doch wieder. So, du wieder dahin. Wie sich deine Gruppe immer komplett umbaut und ich sitze da. Naja, tatsächlich auch nicht viel umbauen, nur sondern ich habe gerade umgebaut im Sinne von, ich will dem den Hut geben. Okay. Deswegen musste ich ihn ganz kurz da reinnehmen. Halt, das war der falsche Hutbereich. So, jetzt sieht er doch gar nicht. Jetzt sieht er, finde ich, endlich mal wenigstens vernünftig aus. Wie meinst du? Der mit dem neuen Hut. Ja. Achso, ich wollte ihm ja eine Keule geben, dass ich einen mit einer Keule habe. Brokkoli. Ja. Das ist natürlich auch eine Sache. Ich schau mal, was es so am Markt gerade Schönes gibt. Nichts, was ich haben möchte. Oh, das sieht natürlich am besten aus. Die tanzende Statue. So, ich guck mal, ob es was für mich am Markt gibt. Ah, von denen habe ich das ja schon alles. Statue? Siehst du die Statue oben auf dem Haus? Mit ihren Armen? Ja, 7000 haben wir wohl noch nicht. Oh, jetzt habe ich... Ups, habe ich mir das zweimal gekauft. Das wollte ich gar nicht. Naja. Aber ich kann jetzt mal dir... Wie gut deine aussieht jetzt. Ich hab bei deinem Zyklopen gar nicht den neuen Kopf bemerkt. Ich finde das so schön. Ich muss sagen, finde ich gut. Ja. So, willst du vielleicht mit Bleistiften werfen können? Warte, geh einfach mal durch, dann sage ich, ob die Werte von irgendeinem von dem interessant sind. Das sind gerade die vier, die ich hab. Also geh einfach mal kurz durch. Das sind die vier. Die anderen beiden muss ich dann gleich raussuchen. Ja, nee, passt schon. Weil mein Ding hat eine 15% Crit-Chance. Ich glaube, ich bleib einfach bei dem. Ach so, ja. Das, Ich kann das Einzige, was ich... praktisch ist. Tatsächlich mal selber zu dem schnell gucken will, ist für... weil ich nicht weiß, was die Bleistifte machen. Nö, kein Crit. Gut, dann, Sophia. Wieder rein. Was so. Für eine Ausrede gehen wir denn dieses Mal raus? Den Cyberkolonisten die Briefe ja der Post zuschicken? Ich finde, ob das für eine Ausrede brauchen. Das stille Örtchen besuchen oder Arsenville besuchen und wieder mit den Feuerleuten? Das darfst du aussuchen. Das ist eine schöne Formulierung von für ich weiß nicht, was lustig wird. Ja, ne? Finde ich auch. Dann nehmen wir tatsächlich einfach wieder das Feuer zurück. So, mal eben einen zurücklegen und davon auch ins Lager legen. Also du fährst gut. Das ist genau das, was du kannst auch gerne blablabla
auch fahren, mal wenn du es. Die nö, stört, wenn du nur die Kanone hast. Also nur in Anführungszeichen. Ups, das. Lol. Ah, jetzt hat's geklappt. Da war irgendwie ein Feind. Willkommen in den 18. Aha, was ist das hier? Ich glaube, ich habe. Achso, das ist nicht der Arsenal, okay. Nein, nein, nicht wirklich. Das. Ah, Wood Wide Web, okay. Wo stehen denn die Gebiete? Da unten in der Ecke steht es immer. Unten links? Ja! Oh mein Gott. Da, da wo mein Aufnahmebild ist. Ah nein, das ist der immer cool Turm. Okay. Ah ja. Oder ist eine Nebenquest? Nebenquest. Was? Wo ist eine Nebenquest? Die Nebenquest. Ah, da. Leute, sieht der gut aus. Hallo! Ich bin der Toastmeister! Ich bin froh, dass ihr wieder in der Stadt seid! Aber warum? Stimmt was nicht? Wir haben keine Feuermänner in der Gegend gesehen. Euer Vulkan sieht wirklich ziemlich, vulkanisch aus. Braucht ihr Hilfe bei der Evakuierung? Evakuierung? Und dann das Ausbruchsfest verpassen? Ich möchte nur sicherstellen, dass die Feuermänner nicht alles verderben. Oh, ja, das dürfen wir nicht zulassen. Dieses Fest ist fantastisch. Besonders, wenn man sonst nichts vorhat. Wow, ich kenne niemanden, der sich an das letzte Fest erinnert. Weil alle gestorben sind, richtig? Nur geraten. Just a guess. Na egal, könnt ihr die Feuermänner im Auge behalten? Ich habe gehört, dass sie zuletzt in der Gegend um Arson Rill gesehen wurden. Danke! Ich habe so das Gefühl, wir sollten die hierher bringen, damit sie nicht alle sterben. Das Ausbruchsfest. So gut. Wo ist denn das hier? Auch schön. Fortzunder. Fortzunder. Doch, das ist schon Arsenal. Ich hatte recht. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Nee. Deiner. Oder? Meiner. Hey, seht mal! Sie retten die Stadt! Das sind die Typen vom Strand. Oh, Entschuldige, mach du. Das sind die Typen vom Strand. Neue Mission. Holt sie euch. Mann, entscheidet euch doch mal. Warum sprechen wir jetzt eigentlich die ganzen mitkommenden Charaktere? Und warum. Was ist das da eigentlich? Ich dachte mir auch, das ist cool. Es heißt Buttercup! Warum muss das Ding Buttercup heißen? Optionales Fangziel. Ei, ei. So, Nahkämpfer in den Nahkampf. Nett so die Nahkämpfer, nett in den Nahkampf. Weißt du, was ich gerade so überlege? Lass uns doch so aufstellen, dass die an uns ran müssen. Ja. Weißt du, so die nicht so von Teil, sondern ein bisschen nach hinten halten. War tatsächlich gerade mein Plan in gewisser Weise noch nicht so gut durchdacht. Also ich weiß auch nicht, wie gut ich dafür gerade meine Position habe, aber das wird schon. Ja. Ich mag die Kommunismus-Kanone. Ja, ja. Die macht zwar auch Effektschaden, ist natürlich dann immer ein bisschen ungünstig, wenn das weniger Feinde werden. Oh, es sind sogar zwei Geister, das heißt, wir können einen töten. Oh, wie heißt denn der andere? Penelope. Hey, im Namen des Gesetzes! Oh Gott! Oh gut, die Polizei... Schon eine Scheiße, EG. Die Polizei-Cupcakes sind da. Was macht ihr Feuermänner denn da?
Wir kümmern uns um die Brandstifter! Also, die sind ja die Habiger Stadt gerade. Leute! Das ist dein Text. Schön. Okay, wir helfen euch, klar! Aber die Stadt? Oh, keine Sorge, das Feuer läuft nicht weg. Ja, das können wir auch später löschen. Und jetzt stirbt! Jetzt haben die Heiler bekommen, wie unangenehm. Schützen gerne ein bisschen schon mal so auf die... Da steht der Hund. Oh, die haben einen Haufen Nahkämpfer und keine Fernkämpfer. Nur einen. Ja, ja. Deswegen nicht, was die Geister können. Die Geister können, glaube ich, auch, sind, glaube ich, so Mitteldistanz. Okay, weil der hat vorne, also vorne hat er mich angespukt. Ich überlege, wo ich den Pilz. Noch kann ich den Pilz ja, Stale Candy für 5 Dollar. Fische sind wie Pflanzen. Pet Shop. Okay. Sehr schön. Ja, sie kommen her. Jetzt geht das. Also, es könnte. Der Kampf könnte schwierig werden. Ja. Man muss sich wieder eingefroren. Oh. Das sind Magier. Die schießen Feuer. Also, Feuerbälle. Bisschen auch so rumgehen hier und die auch alle an, doch alle angreifen können. Der Pilz muss blöderweise genau da bleiben, wo er ist. Und du blöderweise auch. Na dann. Oh, das war ein guter Giftangriff von mir. Der hat schon reingehauen. Und die Flammen unten auch. Alles. Ja. Das läuft gerade gar nicht so übel. Ja, dein Typ da oben mit seinem Helm ist echt gut dran, weil die alle keine Helme haben. Dein Buffer steht ein bisschen ungünstig. Ja, der läuft da dann gleich raus. Aber danke. Ja, darf ja weiter drin stehen. Aber wenn er halt da steht, dann bufft er halt. Ja, jawohl. Ich zieh ihn mal so zurück, dass er einfach den Heiler bufft für eine Runde. Ja, was hältst du einfach, wenn er und mein Structure die Position tauschen? Er geht dahin und der. Genau, du bist. Dahin. Hast du noch nicht bewegt? Ja. Pilz ist jetzt eingefroren, wie unangenehm. Der wäre jetzt so cool gewesen, wenn der reinhaut. Verdammt. Oh, Structure gebufft ist echt unangenehm. Oh ja, das glaube ich gerne. Der Pilz hat sich hochgelevelt. Sehr gut. Der war auch bis jetzt, ja so niedrig im Level. Das ging ja gar nicht. Nett von dem Heiler. Ah, das sind Debuff-Magier. Ja, ja. Okay. So, ich konzentriere mich mit Structure mal so ein bisschen auf ihr Heiler. Guck mal, kommt Structure vielleicht? Na, wenn du da hin kannst, dann, bleib dein Buffer da, wo er ist. Den werde ich dann dahin stellen, wo ich am klügsten finde. Okay, dann warte ich mal, bis du den gesetzt hast. So wäre mein Plan. Ich kann, obwohl, ich weiß nicht, wo hast du deinen... Ja, ja, deswegen, ich wollte ja gerade gucken, wo du deinen Buffer einsetzt, die Structure dementsprechend. Aber bis jetzt ist der Plan, dass die Structure einfach nur eins nach vorne setzt, genau. Ja. Dann kann ich nämlich unsere beiden Frontschweine beide buffen. Ja, du bleibst wie gesagt da. Pilz ungünstigerweise auch. Ja, Pilz macht ja allen Schaden sehr perfekt. Oh, den Heiler haben wir fast.
Wir haben auch unten den einen schon fast umgebracht, wenn du schaust. Ja. Wir haben die. Wo die uns umzingeln wir gerade einfach zurück. Der gute Punkt ist einfach, dass unsere. Unsere beiden Hutrufs mit dem Buffer dran sind einfach viel zu heftig. Ja. Hier mit Structure. Nee, geh du mal mit deinem Hautruf da rein. Also da. Also dahin, da. Weil du machst ja allen Schaden mit deinem Effekt. Ja, je nachdem, wo er hinschlägt, ja. Mit du kannst den Structure einfach da stehen lassen, dass er den vor sich angreift direkt. Ja, das ist eine gute Idee. Structure bleibt da stehen. Sophia auch. Du stehst hier eigentlich gar nicht so. Und dich, ich würde dich gerne... Die da oben einfach stehen lassen, tanken gerade alles. Oder? Gut, ja, dann machen die das schön, das ist eine gute Idee. Also weil die da die ganzen Schwerter abkriegen, aber halt immer nur einen Schaden nehmen wegen Helm. Ich finde schön, wie hier die Zivilisten rumstehen. Oh, ich denke, das sollte alles passen. Ey, schau mal, wie die Zivilisten heißen. Sonien. Und Arson ist ja Englisch für Brandstifter. Ach so. Also deswegen sind wir auch in Arsonville. Also. Ah, in also, Brandstifterstadt. Moment an. Das ist ein Typ mit der brennenden Fackel. Oh ja, wir kommen gut ran. Okay, da unten die sollten jetzt dann bald weg sein, hoffentlich. Denke ich aber auch mal. Na, kann ich... Der steht hier einfach zukünftig mit dem Fernkampf. Oh, mein Pilz! Ich muss meinen Pilz mal zu deinem Heiler zurückziehen. Oh ja, mach das dann. Bewege ich da in seinem unglaublich schnellen Tempo meinen Huthuft hin. Ich glaube, mein Heiler hält dich perfekt. Ich lasse mal meine hier noch ein bisschen mit unten kämpfen. Ja, das ist jetzt nicht optimal, aber geht manchmal halt besser. Ah, ich bin irgendwo ein Tod erhofft mehr. Okay, wir haben noch einen Heiler. Der ist jetzt dann. Kannst du mir das umbringen? Soll ich ihn umbringen? Ich kann. Die Chance besteht, dass ich ihn töte, ja? Ja, gut, dann schicke ich meinen Söldner. Noch die Chance besteht, du bleibst da. Den kann er nicht sein. Perfekt. Du läufst so hin. Wo ist denn dein Heiler hin? Ski. Da ist er. Ah, da, er läuft einfach eins, so dass er Pilz und Hammerfrau von dir halt. Also bleibt der Heiler hier stehen, ja? Ja, also er läuft eins zur Seite. Zu deinem Biest hin. Und ach dann so, heilt ja. Entweder Sophia oder Finisher. Na gut, das ist ja völlig okay. Dann bleiben die stehen. Du gehst mal den Schritt nach oben. Du bleibst hier. Okay, ich muss den jetzt etwas leiser machen. Du gehst in Richtung Geist. Wie gesagt, du bleibst hier, dass du vielleicht den Heiler tötest. Gibt es irgendein Vergessen zu bewegen? Gut, das scheint, als hätte ich alle. Ja. Ja. Level up und der Heiler ist erledigt. Double kill. Ich habe auch noch gelevelt. Das lief gut, die haben ihre Heiler verloren. Very nice. Structure 12 ist einfach überhaupt nicht angeschlagen. Naja. Nein, ist gut eingefroren. Nein, Rache für Kluten. Na. Na. So. Ah, ich würde gerne mal die Todesschutze. Ich werde mir mal den mit dem Schild krallen hier. Du schnappst dir den da. Alle anderen können sich bei mir nicht kümmern, wenig zu machen. Leider. Ach, das klappt schon. Immer feste Truff. Ja. Das war erfolgreich. Da ist viel weggestorben. Nein, gar nicht so viel, aber. Es waren halt drei Level-Ups dabei. Ja.
Sie müsste doch alle treffen, die genau. Die verdammten Feuerwehrleute haben alle Helme, das ist nervig. So. Structure geht mal gegen den Magier vor. Finisher hat ja wieder ordentlich Leben, dann geht der hier einfach mal rein. Ja. Oh fuck, meine Sophia ist fast tot. Einfach weglaufen lassen. Wo ist denn dein Heiler hin? Die Krone ist der Heiler. Ah, okay. Dann schicken wir ihn mal direkt neben ihn. Ich wollte sagen, eins weiter weg daneben. Egal. Der heilt auf zwei Distanz normalerweise. Achso. Ich habe auf jeden Fall mal. Lol, da ist was hart weggestorben. Verfolger von Sophia ein bisschen gekeult. Nein! Oh mein Gott. Ah! Das wird hart eng. Ach, hier wurde ich jetzt gleich ein Level ab und alles ist gut. Oh, Scheibengleister, ich muss ihn noch zurückziehen, sonst wird mein Fernseher getötet. Ja, das war's auch bei der Position, die ich wollte. Irgendwo hier war doch genau das. Genau. Du stehst da super, Finisher. Du setzt den Geist nach. Sophia, wo ist die Krone? Ist dieser Kasper gesagt, ist der Heiler, ne? Ja, und genau. Dann. Ich will auf Nummer sicher gehen. Oh, hier gibt es sogar noch einen. Ja, perfekt. Und Pilz bleibt da, wo er ist. Nicht Glück abhütet Pilz, hier sind gleich zwei. Ja, doch Double Kill. Naja, mein Keulentyp hat auch einen Tod geschlagen. Ja, ja, die Penelope ist auch gleich tot. Ich sehe schon, ja. Die Purple meine ich. Structure 12, ich jagt da die ganze Zeit den Geister die Gegend. Ja, das ist ja. Oh, wie schön, wenn er eh ihn haut. Kann er stehen bleiben? Kannst du deine Nahkämpferin von dem Feuerwehrmann abziehen? Einfach hinter meinen Heiler, wenn das geht. Moment, welche Nahkämpferin? Die fast tot ist. Ja, aber der bin ich noch nicht. Sekunde. Ich mache die gerade so nach meinen Prioritätenlisten, dass ich immer schön sehe, wenn ich ihn wie sie hab. Gut. Der Kommunistenkönig da hinten. Ich glaube, der Nachteil von deinem ganz Fernkämpfer ist, dass der dich ab und zu auch ein bisschen Schaden auf sich nimmt. Dadurch deine ja. Leute auf. Wo soll ich ihn schicken? Egal, schick einfach, ich nehme dann Gluten und schick ihn dahin, wo er passend steht. Okay, dann. Also am besten wäre es, wenn du ihn hinter Gluten schickst, sozusagen, wenn das geht. Ich würde ihn garantieren, weil dann stoppt er den. Okay, ja, mach das da. Ja, kein Problem. Wie gesagt, Gluten läuft überall hin. Ja, steht da, wo er ist. Super. Ich mach ein bisschen bei Structure zu. Das sollte jetzt funktionieren, hoffe ich. Da ist, glaube ich, was weggestorben. Ja, und. Das sieht doch gut aus. Ich finde es äußerst lustig, wie der Geist nichts macht, als vor Structure wegzulaufen. Oh ja, dafür aber. Dafür ständig zu kassieren. Mein Horatio da oben könnte allmählich Hilfe gebrauchen von deinem. Ja, gut, Pilz wird den erledigen. Ja, entweder Pilz oder. Der. Ich lass meinen fetten Typ da einfach draufschlagen, weil der kommt eh nicht von der Stelle. Ja, ja, das ist völlig okay. Pilz haut hier auch einfach drauf. Du bleibst hier, wo du bist. Ei. Du hättest ja gleich. Ich war nur zum Spaß weiter, beheizt trotzdem. Das sollte es für den gewesen sein. Sehr schön. Ja, Triple Kill. Oh, yeah. Das war hart so gut. Schön. Gluten ist wieder aufgelevelt. Ja. Ist nicht so viel drin, aber gut, wir haben es. Ne? Denk dran, ich wollte den Geist fangen. Geht klar. Der rechte Geist ist fast tot. Möchtest du den mit der coolen Maske oder den mit den Klubschaugen? Den mit der Maske. Den anderen habe ich jetzt fast getötet. Also möchtest du den mit den Klubschaugen? Ja, den mit der Klubschaugen meine ich ja. Sorry. Okay, dann wird der. Der wohl oder übel so hinstellen. Oh, dein Horatio ist gelevelt. Nee, ist meiner. Ah. Was
immer jedes Mal, dass ich die Ratios verwechsle. Dein Heiler geht dahin. Ja. Dann geht Pilzchen dahin. Die Fängerin bewegt sich schon mal in Richtung des Pilz, des Kollegen hier. Und wir fressen auch mit dem mal ein bisschen Schaden, das ist okay. Sehr schön! Das Skelett ist erledigt, der Geist ist erledigt. Ja. Allein durch Structure, das finde ich schön. Der muss ordentlich Schaden gemacht in die Runde. Ja, dann töten wir den komischen, was immer es ist. Ja. Mit seinem Bogen da. Ja, mein Werfer muss sich gerade so positionieren, dass er nicht angreift, weil sonst greift er den Falschen an. Ja, das ist ja nicht, das Gute ist ja, das Vieh hat ja noch ein bisschen Leben. Ja, aber ich möchte trotzdem jetzt nicht betreiben. Kann ich sie schon? Nö, kann ich nicht. Dann geht sie erstmal hier hin. Und da habe ich schon alle bewegt. Structure kann ich noch. Könntest du den Pilz noch irgendwie so bewegen, dass er wieder eins Richtung Heiler läuft? Achso, ist dein Heiler-Splitter, bin ich gesehen. Ja, das habe ich gerade erst beschlossen. Kommunismus-Rakete! Hat immerhin gekrittet! Das war so Kommunismus, dass es zum Heulen ist. Ich glaube, dass dein Heiler auch gut Punkte gefarmt hat, die Runde. Oh ja, der hat eigentlich jede Runde auf irgendwas draufhauen können. Nee, sie bleibt mir hier, sie fängt ihn vielleicht schon. Ja, sehen wir gleich. Da hatte ich ja gesagt. Sophia, wirft der Netzer erst, wenn das alles erledigt ist. Danke, Kommunismus-Mann. Und ja, er hat den Titel Kommunismus-Mann. So, einfach Sophia in die Fangreichweite bewegen. Hammer. Und ich glaube, da lange mein Schütze ihn nicht ins Visier nimmt, ist alles okay. Lass dein Pilz bitte da stehen, wo dein Pilz steht gerade. Ja, ich habe gerade auch nur die Heiler einen einzigen bewegt. Hierfür. Geist. Terrifying and calm, the wrath spits skulls from its face claps that have a high chance to debuff the enemy. Debuffs affect a percentage of a fighter's damage, defense and accuracy. Can hover over hazards. Weak to rainbows, immune to debuff. Ich finde das so gut. Ich finde es vor allem schön, wie bei Rainbows unten dieses fette, dumme Einhorn. Ja. So gut. Aber wir haben schon wieder Überlänge. Oh. Anscheinend war der Pinguin-Boss nicht hier. Tja, das mit der Stadt tut mir leid. Du weißt, dass ihr in der Assemble seid, oder? Vergesst es nicht. Ich zünde sie nächste Woche an. So gut eine Stadt voller Brandstifter. Schlimm. Okay, Horatio. Okay. Deine übertreibt ein bisschen. 452 Schaden gedämmt. Alter. Er stand ja nur da und hat abbekommen. Ja. Aber es ging ihm eigentlich auch gut. Also ich hatte nicht groß Probleme mit ihm. Ja. Ich finde Gluten gut, 160 Leben geheilt. Gluten macht halt eine Sache. Aber die macht ja gut. So, back to the city würde ich sagen. Dann gleich. Aber muss ja nicht in dieser Folge sein, oder? Nee, das muss nicht in dieser Folge sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar. Da schaut doch mal bei Master of Suicide vorbei. Der macht bestimmt schon wieder Zeichenvideos. Ei. Bis dahin. Verabschieden wir uns in die nächste Folge. Ciao. Ciao, ciao.